Recht herzlich willkommen zur 98. Folge von Simotrans. Ja, wir haben hier noch ein Problem, den LKW, den wir letztes Mal umgestellt haben, der jetzt hier auch, glaube ich, gerade losfährt. Den habe ich ja die Linie geändert. Allerdings habe ich den Fehler begangen, dass ich ihm eine einzelne Änderung gegeben habe. Das ist ja doch nicht, sehe ich gerade. Das ist ja nicht der. Das muss einer von hier sein. Getreidebrauerei. Irgendwo muss der jetzt rumfahren. Ohne Linie, ne? Das ist er auch nicht. Getreidebrauerei. Irgendwo muss ein LKW sein, der ohne Linie fährt. Der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Das ist ein Einzelner. Der kann es also nicht sein. Jetzt lassen wir mal schneller laufen, bis die hier alle vorbeikommen. Das ist der, der da gerade wieder rausfährt, ne? So, da sind zwei unterwegs. Falsches Fenster erwischt. Der ist es, oder? So, der braucht jetzt wieder die Brauerei. Wollen dann hoffen, dass dann auch wieder läuft, ne? Wie war das noch? Getreidebrauerei. So, da muss er hinfahren und fertig. So, und dann müssen wir nur gucken, dass er da auch nicht wieder hängen bleibt. Noch sind sie alle am Fahren, ne? So, dann mal Gas. So, jetzt kommen ein paar. Die fahren aber alle durch. Passt. Was ist das für einer da hinten? Irgendwas passt da bei der Brauerei nicht. Der fährt ja da leer hin. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir da 100% irgendwo einstellen, ne? Das ist nicht da, das ist da. Da muss 100% vor, damit er da hinfährt und geladen wird. Das wäre ja Blödsinn, wenn die da leer wieder zurückfahren. Das kostet uns doch viel zu viel Geld. Gut, dann mal schneller gucken, ob die hier auch alle einbuchten. So, da kommen sie und da stehen sie jetzt auch. Wunderbar. Oh, einer steht natürlich da in der zweiten Reihe, wie man sieht, aber da können wir vielleicht sogar noch mit leben, ne? Okay. Ja, die fahren jetzt alle nicht, ne? Ja, jetzt ist der erste. Ja, jetzt fahren sie wieder. Okay, das geht aber alles wohl. Dann lassen wir das erst so stehen. Ja. Das haben wir. Dann, wenn wir schon hier in der Nähe von Radolfzell sind, gucken wir mal hier gerade nach der Bushaltestellen. Da sieht aber alles gut aus. Jetzt die Karte aufmachen und gucken, wie die anderen Stationen sind. Städte, nicht Stationen. Adenau, das passt noch. Ist alles abgedeckt. Döbeln ist hier drinne. Da auch, wird aber bald irgendwie da ausbrechen. Hardexen und Adenau. Ne, Altenau. Ist noch gut, Hardexen. Ist auch gut. Riedenburg. Ah, hier wird bald was passieren, denke ich. Aber sonst ist alles noch im grünen Bereich. Waldeck. Waldeck braucht eine neue Bushaltestelle. Döbeln, eine Kirche ist überfüllt. Das ist, glaube ich, die Wechselhaltestelle gewesen. Dann lass uns schnell hier noch eine Bushaltestelle bauen. Und zwar darüber. 1, 2, 3. Das heißt, hier muss die Straße lang. Bushaltestelle da. Passt. Läuft. Und dann brauchen wir eine Linie. Stadtbus ist das. Linie war hier. Stadtbus Waldeck. Da ist er.
Linie ändern. Der kommt von Rathaus über Rabengasse. Rathaus, das heißt, da muss er eingefügt werden. Ja, einfügen. Rathaus. Sollte er nochmal da zurückfahren oder nicht? Komm, fährt er da nochmal zurück. Passt. So, erledigt. Läuft. Das war Dingens. Jetzt müssen wir nach Floto. Da ist aber alles noch im grünen Bereich. Die Ecke ist auch noch frei. Hier unten passt es noch. Dann Sonderhausen. Ist abgedeckt. Hier wird es wahrscheinlich als nächstes passieren. Oder hier. Und dann haben wir noch Lauter. Abgedeckt. Alles abgedeckt. Wunderbar. Läuft. Haben wir alles? Haben wir alles, ne? Gut, schauen wir gerade einmal in die Fahrzeugliste rein. Gewinner. Das schicke Containerschiff. Fährt die Südfrüchte durch die Gegend. Macht Zug auf 34.000 Miese. Läuft, ne? Was ist das da für einer? Der fährt. Was fährt er gerade? Brauerei. Ach, Gerste fährt er. Okay. Wer ist das? Okay, der fährt dahin. Was fährt denn der? Milch. Da liegt aber schon einer. Was macht der denn da? Der fährt auch Milch oder was? Oh, der andere fährt wieder weg. Oh, Wasser, Wasser, super. Ach, das ist der da, ja. Oh, da kann ich lange hier drücken, ne? Das ist der, was hat er denn geholt? Südfrüchte. Aber das macht er doch schon der Große. Aber ist trotzdem noch voll. Wie viel liegen denn hier am Hafen? Okay, das reicht noch ein bisschen. Und die packen, glaube ich, auch direkt rüber, naja. Okay, dann ist das erledigt. Was haben wir hier für einen? 203 Passagiere. Döbeln, Altenau fährt der. 22.000 Miese und der hier. Döbeln, Floto, der wird woanders lang mit 12.000 Miesen. Sind da mehr auf der Linie her? Ja, der andere fährt plus. Ist aber auch nur halb voll. Macht ja auch nicht gerade Sinn, da beide drauf fahren zu lassen, wenn der eine nur halb voll ist, ne? Auf der anderen Seite, wenn er nur einen fahren lässt, fährt er vielleicht zu selten, dass der dann nicht genug Passagiere kriegt. Das ist dann jetzt fraglich, ne? Müssen wir nochmal angucken. Und bei dem, wie ist das da auf der Linie? Da sind drei auf Linie. Zwei fahren plus, einer fährt minus. Aber der ist gerade voll, ne? Ach, den haben wir, glaube ich, noch zusätzlich draufgesetzt. Der hat noch wahrscheinlich die Anreisekosten da drin. Okay, dann geht das noch bei dem. Das für einer. Spatbus Hardexen, okay. Da kannst du auch nichts reißen. Lassen wir so. Döbeln über See. Ach so, da fährt der. Die Touré-Route. Bringt aber auch nichts, ne? Naja. Straßenbahn macht auch ordentlich miese. 17 Passagiere drin von 154. Ist nicht so ein Ding, ne? Ja, lassen wir auch erst fahren. Ist auch schon klar, das Ding, ne? Stadtbus Sonderhausen. Kannst du auch nicht ändern, muss auch so bleiben. Ja, das sind jetzt hier die Miesen, die wir eben hatten, weil die ganze Zeit am Fahren waren, ne? Getreidebrauerei. Kennen wir schon, ne? Die stehen jetzt alle schön da und warten, ne?
bis wieder geliefert werden darf. Das sind wahrscheinlich alle die gleichen hier, ne? Getreidebrauerei. Ja. Stadtbus Altenau. Ja, der hat glaube nur die Strecke von da nach da, ne? Das ist auch das Highlight. Ja. Ja, wo fährt der lang? So, der fährt nach Döbeln. Wie sieht denn seine Linie aus? Hat er irgendwo einen Halt, dass er vollladen muss? Nee, der fährt auch immer hin und her. War gerade leer, aber ist jetzt voll, ne? Ja. Okay, den lassen wir dann mal so. Das ist ein... Okay, wo fährt der hin? Ach, zu der anderen Mühle da oben. Quatsch, da brauchen wir nicht draufklicken, ist schon offen. Ne, der fährt... Ach, da fährt er rein, okay. Darf der irgendwo anhalten? Linie ändern. Okay, der müsste da 100% haben. Und da warten, ne? Okay. Das läuft. Und die anderen lassen wir mal einfach fahren jetzt. Das ist Stadtbus Waldeck, ist klar. Die Stadtbusse, das ist halt schwierig mit denen, dass die Plus fahren. Der wartet auf Ladung. Passt also. Stadtbus Döbeln, Riedenburg, touristische Ziele. Ja, das sind alles kleine Minuszahlen, das geht noch, ne? Hier ist noch irgendwie eine alte Karre. Wo fährt der drauf? Okay, da. Der obere ist also sogar noch Minus, ne? Sogar. Müsste man überlegen, den auszutauschen. Das sind die Eier Adenau. Mhm. Wo ist der jetzt da? Da ist die Station für die Fragen unten, ne, oder? In Radolfzell. Komm, dann holen wir da mal gerade einen LKW raus, der Eier fahren darf. Bier, Eier. Und das ist dieser hier. Und der kriegt den Anhänger dabei. Und dann fährt er auf der Linie Eier-Radenau. Eier-Adenau. Und starten wir. Und weg. Und der machen wir dann nicht laden. Und den hätten wir natürlich auch ausmustern können. Das können wir auch noch machen, ne, wenn. Und das war der obere, will ich hoffen, ne? Ausmustern. So, die beiden werden ausgemustert, haben 26. Wie ist denn der dritte? Was darf der laden? 27, okay. Die anderen beiden fahren beide. Das ist die Frage, ob wir es vorher brauchen, ne? Sieht aber so aus. Das heißt, wir holen noch einen aus dem Depot hier raus. Der da auch noch fahren darf. Der fährt auch noch Eier-Adenau dann. Zack, starten. Haben die denn hier auf der Linie auch noch 100%? Ja, haben die. Gut, das funktioniert dann. Ja, und der wird leer ausgemustert, dann ist alles gut, oder? Ja, hier sind dann einige, die warten auf Ware oder so. Und dann drunter sind alles, die Plus machen. Hier haben wir noch welche, die blau sind. Oh, ist nur einer, okay.
Futtermittelfabrik. Ach, der fährt da oben dieses kurze Stück, ne? Ja, lass ihn da so fahren, wie es ist da. Ob die Gurke da fährt oder nicht, ist dann auch egal. Gut, aber dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.